Moinsen Leute, was geht ab? Spex ist am Start. Heute mit einem kurzen Infovideo, denn ich möchte euch eigentlich nur vor einem ziemlich dummen Fehler bewahren, den ich gestern Abend beim Zocken auf der Couch fast selber getan hätte. Denn es gibt hier aktuell ja dieses COD Points Event. Dieses Event beinhaltet, dass man COD Points zurückbekommen kann. Ich jetzt aktuell 180 COD Points, die ich bekommen könnte. Dieses Event geht nicht darum, dass man COD Points kauft, um doppelte Punkte zu bekommen oder irgendeinen Bonus oder so. Darum geht es gar nicht, sondern hier geht es darum, dass ihr im Zeitraum vom 8.2. bis 8.3. bis zu 20.000 COD Points ausgeben könnt und dann einmalig, nur ein einziges Mal, die Hälfte davon zurückbekommen könnt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf irgendeinen Lucky Draw gehen würde und ich gebe 15.000 COD Points aus oder ich kaufe mir ganz viele verschiedene kleine Sachen und habe dann am Ende 15.000 COD Points, bleiben wir mal bei dem Wert, dann würde ich, wenn ich 15.000 COD Points ausgegeben habe und dann hier rauf gehe und auf Rabatt klicke, 7.500 COD Points dementsprechend zurückbekommen. Das funktioniert aber wie gesagt nur ein einziges Mal, das ist ganz, ganz wichtig zu erwähnen und deswegen solltet ihr hier nicht den Fehler machen und vorzeitig eure Punkte zurückholen. Ich werde auf jeden Fall warten, bis ich hier, weiß ich nicht, bestimmt 10.000, 15.000 ausgegeben habe. Ich überlege, ob ich mir jetzt demnächst mal einen mystischen Skin holen sollte von einem Lucky Draw. Im Moment habe ich fast 20.000, ich glaube 18.000 CP oder so auf meinem Konto. Und ja, dann, wenn ich ordentlich was ausgegeben habe, werde ich mir das zurückholen, weil das sind einfach mal 50% Rabatt auf egal, was ihr haben wollt. Das müsst ihr wirklich mal so sehen, Leute. Es ist eigentlich auch gar kein Rabatt. Es ist eigentlich eine Art Cashback, wenn man so will, ne? Ihr kriegt da keinen Rabatt, dass es einfach die Hälfte kostet, sondern ihr bekommt die Hälfte wieder. Also ich hätte es jetzt 50% Cashback genannt, wenn ich dieses Event gestartet hätte in COD Mobile. Ja, nichtsdestotrotz wollte ich euch das nur einmal kurz wissen lassen. Ich hoffe, ich konnte damit dem einen oder anderen etwas weiterhelfen und vor einem sehr, sehr dummen Fehler bewahren. Und für die Leute, die es wundert, warum unter mir hier schon so ein paar Chatnachrichten stehen, das liegt an meiner Streaming-App kurz gesagt, denn ich habe schon einen Livestream angekündigt für diesen Samstag, heute. Abends zwischen 8:30 und 9:00 soll er beginnen und da ich das Ganze schon im Hintergrund gestartet und eingerichtet und vorbereitet habe, ist da schon der Chat von den wartenden Leuten, der unten angezeigt wird. Nicht, dass ihr euch wundert. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr auch heute Abend beim Livestream mit am Start wärt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin, hoffentlich bis ganz bald und ciao, ciao.